Ja, der Chieftain T95 ist wohl einer der Panzer, die man wirklich eher selten sieht. Und dementsprechend finde ich es umso schöner, den ab und an einfach mal selber zu zeigen hier in einem Replay. Hansa Harry hat hier eins eingeschickt und zwar auf der Karte Siegfriedlinie. 8er, 7er, 6er Gefecht. Also von dem her ideal für ihn. Und gerade weil man den Panzer eben seltener sieht, sollte man vielleicht mal ganz kurz sowas wie Durchschlag angehen. 202 hat er, also für einen 8er ist es okay, aber man darf nicht vergessen, er hat kein Special Matchmaking, das heißt, er sieht genauso 10er, 240 Schaden oder mit Premium sind es 238, das heißt, selbst da mit Premium hat er gar nicht so viel mehr. Also man darf das nicht dann überschätzen, das heißt, nicht Premium laden und plötzlich hat man hier alles weggemacht, was da vor einem gestanden ist, sondern ganz im Gegenteil. Der kann auf jeden Fall, der Panzer, der vor einem stand, noch sagen: Haha, was willst du mit den 240 Durchschlag? Ist mir ja vollkommen Wurst. Also. Jetzt schauen wir mal, wie er hier so sich jetzt schlägt mit seinem Partner. T95 E2, also auch jetzt vielleicht nicht der Panzer, den man am häufigsten sieht. Also so hier das Kuriositätenkabinett, würde ich schon fast sagen. Man sieht, er ist jetzt nicht der schnellste. Also es gibt natürlich langsamere Panzer, ohne Frage, aber für einen mittleren Panzer ist es solide, so würde ich es vielleicht sagen. Und scheinbar ist hier draußen wenig los. Noch nicht mal was gespottet bis dato. Da jetzt weit weg. Immer noch nichts da. Also das ist natürlich hier schon sehr außergewöhnlich, dass hier so draußen so gar nichts los ist. Aber jetzt der T44 und da vorne ploppt auch ein T3485 auf. So, noch einen Treffer bräuchte, dann wäre er auch schon weg. Nein, da schießt er in den Boden rein, sehr ärgerlich. Aber er kriegt nochmal den Nachschuss. Da ist der zu an die offene Stelle gefahren, also von dem her da dann kein Problem. Und jetzt natürlich, dass es hier so draußen steht, ist natürlich ideal für sie. Können sie jetzt phänomenal wirken. Ah, da kettet er ihn und macht sozusagen, kriegt er den Unterstützungsschaden. Ist auch okay. Also jetzt können sie wirklich da super schön entspannt von draußen reinschießen, aber in dem Fall etwas zu spät. Der Tiger entblößt hier seine untere Frontplatte. Da kommt man natürlich super schön durch. Wie sie hier alle abreißen. Nicht schlecht. Und jetzt kommt er auf den KV-85 seitlich drauf. Einen Hit bräuchte der noch, aber den Tiger auch den nach wie vor schön vorne drauf. Gar kein Thema. Noch einen Treffer und dann wäre es da um ihn geschehen und ach ja. Vier Kills hat sein Team und alle vier Kills haben die beiden hier zusammen gemacht. Das läuft bei dem. Fünf, also alles noch sehr ausgeglichen hier in dem Fall. Ah, da hat er den leider nicht bekommen. Da war sein Mate ein wenig schneller. So, ja, den T44, der sich da so verkrümeln will. Da bleibt er natürlich dran. Kriegt jetzt auch das erste Mal in der Runde einen Schaden. Und da macht er keinen Damage. Jetzt aber. So, sehr schön gekuschelt, dementsprechend leichter den Schuss abzuprallen oder abprallen zu lassen in dem Fall. Weil so kann man den Gegner die Chance verwahren oder verwehren. Jetzt habe ich das richtige Wort gefunden.
leichter auf die Weak Spots zu gehen. So. Noch den Tiger, den letzten Schuss. Natürlich, mittlerweile bekommt er auch ordentlich Damage. So, aber hier den schnellen Schuss auf den Tiger 1 und da macht er ihn weg. So, da kommt der IS-6 rum. Das ist natürlich ein Brocken, der macht schon ordentlich Wumms. Also, der ist zwar jetzt kein One-Shot. Und der STA, der fährt jetzt hier vor und holt sich da den Schuss ab. So, und jetzt haben sie hier schön zusammengespielt. Einen Kill noch, dann ist der Krieger auch schon da. Jagdtiger, auch natürlich ein Panzer, den man gerne mal unterschätzt. Weil er einfach so schnell nachlädt. Da denkt man, ach, da kriege ich schon noch ein, zwei Schüsse raus, aber nix da. So, jetzt hat er ihn so gekettet, dass er gut auf die Seite kommen würde. Also ich würde jetzt eher irgendwo seitlich schießen oder er hält es aufs Laufrad. Auch gut. Weil jetzt hat er natürlich nicht mehr den Winkel, dass der Jagdtiger da schießen konnte. Hat aber hier jetzt repariert und dementsprechend kann er dann da schießen. Und der Jagdtiger 8-8 hat halt auch noch eine untere Frontplatte, die sogar härter ist als beim 9er, wenn ich mich nicht täusche. Also, da kommt man nicht immer so leicht durch. So, jetzt versteckt er sie sogar ein bisschen. Aber hier mit einem leicht glücklichen Schuss, würde ich sagen, macht er den weg. Der T-34 kommt jetzt hier auch allmählich an. Da hat er mit HE geschossen. Auch interessante Art der Munition hier in dem Fall. Jetzt wird ein bisschen die Mobilität ausgenutzt. Dass man da nicht oben weiterhin steht, sondern sich so ein bisschen umorientiert. Und hier macht er ihn weg mit Auto-Aim. Kein Thema. Und jetzt, last but not least, einen bräuchte er noch für Radley Walters. Und den gibt es auch noch. Da hinten steht er. So. Einen Treffer kann auf jeden Fall noch standhalten. Er hat sogar noch zwei. Oder noch einen. So, jetzt will er es, den Kill wirklich haben. Und hier, der andere lässt ihn den. Und jetzt muss er schneller nachladen, aber dann bekommt er seine Medaille. Sehr cool von dem Mitspieler, dass er ihm die lässt. Das muss man ja auch immer erstmal ein bisschen bedenken. Aber gut, Zugpartner sind Zugpartner. 8 Kills, 4900 Damage, sehr feine Runde und ich denke am Ende mal etwas Außergewöhnliches, den Panzer live in Aktion zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da und auch ein Kommentar ist gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.